Hallo Leute, dieses Intro ist sehr kurz. Wir spielen heute FNAF. Ihr glaubt es nicht? Dann schaut mal besser rein. Ich habe ein bisschen Angst. Und tschüss, ich mache jetzt ein Hack. Fandet ihr das Intro gut? Dann lasst jetzt einen Daumen da, Leute. Abonniert gern rein und wir gehen jetzt mal in The Joy of Creation Reborn. Aber in Roblox. Ja, Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu The Joy of Creation Reborn in Roblox, Leute. Ich habe dieses Spiel vor ganz, ganz langer Zeit auf dem ursprünglich ganz, ganz alten Kanal gespielt, der mir verloren ging. Das ist eine lange Geschichte, die wir jetzt nicht erzählen. Und meine lieben Leute, ich wollte das Ganze jetzt einfach mal in Roblox ausprobieren, weil ich mir früher schon eingekackt habe. Deswegen habe ich heute auch Workout betrieben. Na, damit der Bizeps auch richtig stramm sitzt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Es gibt keinen Story-Modus. Also gehe ich auf klassisch und wir gehen auf Freddy, Bonnie, Chica oder Foxy. Ich nehme einfach, ich kann hier auswählen, wen ich nehme. Oh, warte mal. Kann ich nicht auf... Auf Chica kann ich drücken. Aber warum kann ich nicht auf Foxy? Foxy ist ultra schwer, oder wie? Bonnie? Wir nehmen Bonnie, Leute. Wir gehen da einfach mal rein. Joy of Creation damals war richtig nice. Ich bin nicht so FNAF-affin. Das ist eher so Julfas Ding. Kellergeschoss. Entzündet es. Perfekt. Bei mir ist auch immer alles entzündet. Kellergeschoss entzündet. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwas aufsammeln oder finden und so weiter. Joy of Creation Reborn war Free Roam. Das heißt, wir konnten rumlaufen, soweit ich mich recht erinnere. Aber das werden wir gleich sehen, denke ich mal. Ist es bei euch auch so heiß, Leute? Das ist unglaublich. Wobei, wenn ihr die Aufnahme seht, könnte es schon kühler sein. Das ist schon ein bisschen älter. So, oh, was haben wir denn hier? Oh, Leute. Okay, Time Left. Zweiter Link. Okay, collect 5 Objects in einer Minute. Okay, ja, und welche Objekte? Oh mein Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun? Warum ist es hier so verflucht dunkel? Why? Oh nein, Leute, ich will nicht. In einer Minute soll ich 5 Objekte einsammeln. Ist das dein Ernst? Jo, Bruder. Ich warte mal kurz ab, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Okay, Objective. Egal. Oh, warte mal hier. Oh, ich habe ein Telefon eingesammelt. Alright. Aber in 5 Minuten... einer Minute meine ich nicht in 5. Ich bin schon ganz perplex. Wie soll das denn gehen? Bitte nein. Okay, und was passiert, wenn ich es jetzt nicht schaffe? Okay, Objective failed. Das heißt... Was heißt das denn? Ja, bedeutet das jetzt, ich bin jetzt einfach lost hier drin, oder wie? Ich bin einfach verloren. Was ist das Ziel? Ich weiß es gerade nicht. I don't know. Ich weiß nur, dass mir unheimlich wird hier. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Kann ich die nicht einsammeln? Ach, komm schon. Die Pflanze sah so aus, als hätte ich sie einsammeln können. Das ist einfach eine unsichtbare Macht. Beruhigen Sie sich bitte einfach, okay? Alles ist gut, solange wir nur wild sind. Irgendwie. Okay, noch eine Cap. Oh Gott, sie kommt. Lass mich in Ruhe, Bonnie. Ich möchte das nicht. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht da, Bonnie, ne? Chill, geh ein bisschen weiter. Tschüss. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. So, alright, ich habe eigentlich schon mehr eingesammelt als 5, oder? Aber ich habe das Objective ja nicht geschafft. Wobei das ja irgendwie total blödsinnig ist, oder? Weil nur weil ich das Objective jetzt nicht schaffe, habe ich das jetzt alles verkackt. Gibt es hier einen Ausgang? Warte mal, hier bin ich gestartet. Da ist eine Tür. Wahrscheinlich kann ich dann durch die Tür raus. Okay, ich starte das nochmal neu. Ich werde das schaffen. Ich schaff das. So, wir gehen jetzt mal rein und wir spielen jetzt mal Chica. Weil ich meine, warum sollte ich nicht was Schwereres wählen, wenn ich es eh schon nicht von Anfang an geschafft habe? The Forest. Ach, es gibt dann andere Maps. Da dreht sich gleich das Mikro durch. Okay, wir schauen mal. Forest ist wahrscheinlich noch schwieriger, da irgendwas zu finden. Es gibt auch noch keinen Mehrspielermodus, in den kann man auch noch nicht rein. Das Spiel scheint ein bisschen unfertig zu sein, aber hey, okay. Alpha-Test. Oh mein Gott, das erinnert mich an die dunklen Tage von Slenderman, als ich mit 14 Jahren... das erste Mal Slenderman gespielt habe und mir richtig eingekotet habe. So ungefähr fühle ich mich gerade. Das ist nur ein Alpha-Test, das heißt, ich kann hier eigentlich nichts machen. Ich habe hier kein Objective. Jo, nein.
Okay, vielleicht nehmen wir doch was anderes. Ich bin nämlich gestorben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst jetzt einen Daumen da. Ich gehe gleich weiter. Erster Stock. Ignited Freddy. Okay, wir probieren jetzt noch Freddy aus, Leute. Dann schauen wir mal. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Ich glaube, wenn der Entwickler das fertig machen würde, dann würde das sehr, sehr cool aussehen, auf jeden Fall. So, wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier jetzt Schönes haben. Ob das das gleiche ist wie bei Bonnie. Okay. Nee, ist es nicht. Okay, 55, collect, ich muss 5 Objekte einsammeln. Okay, wieder mal das gleiche hier. Das ist quasi eigentlich nur eine Challenge. Das Spiel hat keine wirkliche Aufgabe als solche. Die Aufgabe besteht darin, die Dinge einzusammeln. Warum kann ich die Fahne nicht einsammeln? Come on, das ist doch ein Witz, oder? Das kann ich auch nicht einsammeln. Ich kann auch keinen Feuerlöscher einsammeln. Ja, hier haben wir wieder ein Telefon. Oh, come on, ey. Das gibt's doch gar nicht, oder? Oh, oh. Yo, ich schaff das eh nicht, ne? Ich sammle 5 Objekte in einer Minute ein. Wir lassen uns mal töten. Ich will das irgendwie hinbekommen jetzt. Das gibt's doch gar nicht. So, dann eben nochmal. Aber jetzt hier auf ganz entspannend, ne, Leute? Auf ganz entspannend. So, komm schon. Irgendwo hier haben wir ein Poster. Es ist auch so ultra laut. Man hört gar nicht richtig, wo Freddy ist. Hier haben wir eine Mütze. Wo war das Telefon? Das Telefon war doch hier drin. Hä, das Telefon... Das Telefon war doch in dem Raum. Ey, 20 Sekunden, wer soll das denn hinbekommen? Lass mich in Ruhe, ey. Wie soll man das denn hinbekommen? Wie soll man das denn hinbekommen? Jetzt ist das Telefon da. Oder war das schon immer da? Oh nein, ey. Hi, Freddy. Toll. Jetzt sitzt du da. Jetzt gehst du da drin. Ach, ist schon recht. Okay, aller guten Dinge sind bekanntlich 3. Also probieren wir es jetzt auch noch ein drittes Mal. So, wo ist die Tür? Wo war die Tür? Warte, hier war nichts mehr. Nein, da war auch nichts mehr. Wo ist die Tür? Wo ist die Vermaledei? Da. Okay, okay, die spawnen random. Das ist ja noch doofer, weil dann kann man ja überhaupt gar nicht planen, beziehungsweise man kann ja gar nichts auswendig lernen. Oh Gott, Freddy. Da ist die Roblox-Mütze. Okay, 2 verbleiben. Kommt er ums Eck jetzt? Oh nein, ey. Jetzt habe ich es wieder nicht hinbekommen. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll man das denn schaffen? Jo, wie soll man das denn schaffen? Oh nein. Okay, wartet mal vielleicht. Nee. Ich glaube, ich muss mich nochmal fangen lassen, oder? Aber das ist ja ultra schwer. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wo das andere Poster ist. Wahrscheinlich jumpscare er mich gleich so zu Tode, dass ich vom Stuhl fall. Ich will nur mal gucken, ob ich es irgendwo finde, weil ich höre absolut nichts. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn ich vom Stuhl falle, Leute, ich schwör's euch. Oh, Leute, ich weiß nicht, was los ist, dass ich das nicht hinbekomme. Ich schaffe dieses Objective einfach nicht. Da haben wir jetzt Freddy. Oh, dann haben wir das da. Nee, warte, da war nichts mehr. Oh Gott, 27 Sekunden. Ah. Nein, ich finde mich hier nicht zurecht. Irgendwo muss das Telefon sein. 10 Sekunden, könnt ihr vergessen. Jetzt ist die Mütze wieder hier. Aber das Telefon ist nicht da. Das ist wieder woanders. Objective failed! Ist schon recht! So, jetzt die volle Konzentration. Ich weiß ja ungefähr, worauf ich gucken muss.
vergessen. Mann, Leute, ich hab's jetzt noch ein paar Mal versucht, aber ich hab's einfach nicht geschafft. Vielleicht ist das eher was für Tulfa. Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel an sich fandet. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall ein Story-Modus. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ich werde das schaffen. Damit der Bizeps auch richtig stramm sitzt. Damit der Bizeps auch richtig stramm sitzt.